Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Parfüm.de Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei dem Parfüm.de Adventskalender ist es so, man bekommt die Produkte in einem Karton geliefert und kann dann den Adventskalender selber bestücken. Das läuft dann so, dass du entweder schon die Söckchen zum Beispiel vom Vorjahr zu Hause hast oder vorhandene Ressourcen von zu Hause verwendest oder du sagst, Mensch, nee, ich möchte gerne die Variante mit den Söckchen haben und dann zahlst du halt 10 Euro mehr, also 59,99 Euro anstatt von 49,99 Euro für den Adventskalender und hast dann aber halt immer diese Söckchen, ne? Also im Prinzip, diese Söckchen sind dann schon mal 10 Euro wert. Das ist ziemlich cool und ich werde sie halt auch verwenden, um da selber Adventskalender draus basteln zu können. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht nächstes Jahr ist mein Mr. Bauchi schon in irgendeiner Art und Weise in der Lage, selber einen Adventskalender zu gucken. Ich weiß es noch nicht. Parfüm.de hat mir diesen Adventskalender auch dieses Jahr wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Parfüm.de-Team. Denn ja, es ist tatsächlich der Oberhammer. Ich darf in diesem Video 3 von diesen Adventskalendern an euch verlosen. Also es wird 3 Gewinner geben. Ich habe mich auch dafür entschieden, dass ihr dann die Variante mit den Söckchen auch bekommt. Also Söckchen und Produkte. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Wäre natürlich auch cool, wenn du vielleicht bei Parfüm.de mal vorbeischaust und dort einfach mal so ein bisschen stöberst, weil die haben auch immer super coole Angebote und Goodie-Aktionen. Und du kannst auch auf den Adventskalender 20% Rabatt bekommen. 20% Rabatt, ne? Das ist, ich meine, der ist ja sowieso schon relativ günstig, aber das ist 10 Euro bei 50 Euro. Das ist krass. Ich finde es wirklich heftig. Claudis Welt 20 ist da der Code und da gönn dir auf jeden Fall hart, falls du nicht drauf hoffen möchtest, bei der Verlosung mitzugewinnen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe hier Erwin hingestellt. Auf Erwin werden die Produkte gleich drapiert und dann hauen wir mal ein bisschen rein hier. Dekorative Kosmetik haben wir hier drin. Wir haben hier Pflege mit dabei. Wir haben so Accessoires mit dabei. Bei Accessoires muss ich die Preise mal eher schätzen. Ich starte mit einem Highlighter. Wow. Und zwar ist es von Miss Lynn, der Holo Glow Stick. Wow. Pine for You ist hier die... Wenn ihr wüsstet, wie passend das gerade ist. Also, hier sind Ananas drauf, ne? Mr. Bauchi, aktuell 34. Schwangerschaftswoche, ist eine Ananas in meinem Bauch, 2,1 Kilo, läuft. Richtig geil, ein Highlighter-Stick. Ich finde Holo ein bisschen heftig tatsächlich, aber zu festlichen Anlässen ist es mal eine witzige Geschichte. Als nächstes greife ich ein Produkt von Payette aus der Kiste. Das ist keine Kiste, das ist ein Sack. Rose Lift Collagen Jour, also eine Tagescreme mit 15 Millilitern. Und Payette oder Payot, Paris, wenn das Französisch ist, dann ist es Payot, oder? Ist auch eine sehr hochwertige Marke. Ich persönlich mag Rose auch sehr gerne, weil das halt die Haut sehr beruhigt bei mir. Ne? Also das ist für mich eine ganz gute Geschichte. Dementsprechend finde ich das cool, dass hier Rose mit drin ist. Und Kollagen geht natürlich auch immer. Das hat dann wirklich so einen schönen Lifting-Effekt, weil ab einem gewissen Alter ist das mit der Kollagenproduktion in unserem Gesicht nicht mehr ganz so gegeben. So, das nächste ist ein Produkt von Estée Lauder Renutrif. Das ist eine Ultimate Renewal Nourishing Radiance Eye Cream, eine Augencreme mit 5 Millilitern. Habe ich die nicht schon mal verwendet? Weiß ich gar nicht. Sowas ist ganz cool, ne? Wenn das halt dann auch eine schöne Strahlkraft gibt. 5 Milliliter ist eine gute Reisegröße, beziehungsweise auch eine gute Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren, ob einem das überhaupt gefällt. Und wenn einem das gefällt, kann man sich natürlich bei Parfüm.de die Produkte in Originalgröße nachkaufen, ist klar. Und hier haben wir dann einmal das kleine Tiegelchen. Und das finde ich ehrlich gesagt bei diesen Adventskalendern auch immer total klasse. Ne? Du hast halt super viele hochpreisige Marken hier mit am Start und hast die Möglichkeit, da wirklich einfach mal dich durchzuprobieren, bevor du dir in Originalgröße die teuren Tiegelchen kaufst.
Oh, das hatten wir, glaube ich, letztens mal irgendwo in der Box auch mit drin. Von Dr. Grandel, Hyaluron glättend aufpolstern. Das ist eine Ampulle. 3 Milliliter müssten hier drin sein, genau. Und ich mag sehr, sehr gerne die Dr. Grandel Ampullen. Du hast hier auch eine Abbrechhilfe mit drin. Letztens hatte jemand auch in die Kommentare reingeschrieben, ja, ist ja alles schön und gut mit den ganzen Ampullen, aber wie kriege ich die denn auf, ohne irgendwie mir die halbe Hand abzuhacken? Meistens hast du dabei dann tatsächlich auch eine Abbrechhilfe. Und solltest du die irgendwie mal verbaselt haben, dass die nicht mehr am Start ist, dann kannst du auch ein Handtuch nehmen und dann geht das auch. Ne? Also du hast immer die Möglichkeit, dass hinten drauf steht, wie man das unbedingt machen sollte. Also hier haben wir auch tatsächlich eine, ne, wie breche ich das Gedönsen ab, Abbildung. Und ich finde das schön, dass wir eine Ampulle drin haben. Ich gebe mir die wirklich von, also Gesicht, Hals und Dekolleté, ne, komplett auf. Und brauche damit auch jedes Mal bei jeder Anwendung eine komplette Ampulle auf. Manche teilen sich die dann auf 2, 3 Abende oder Morgende oder wie auch immer auf. Jo, muss jeder für sich selber entscheiden. So, was ist hier das nächste? Issey Miyake. Oh nein, das sieht ja witzig aus. Das ist witzig, das muss ich mal eben kurz rausholen. Das ist ein Schlüsselanhänger. Das ist schon ziemlich knuffig. Ein bisschen scary ist es natürlich auch, ne? Weil es so ein bisschen an Voodoo erinnert. Aber wir haben ja einfach so ein kleines Männchen drin. Ich finde es irgendwie ganz witzig, weil ich bin auch so eine... Ich fummel immer irgendwie an irgendwelchen Sachen dran rum, wenn ich einen Schlüssel in der Hand habe oder keine Ahnung. Deswegen, also relativ unpraktisch, muss ich sagen, ist dieses Männchen, weil diese Arme halt auch wirklich abstehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nicht so gut in der Hosentasche funktioniert. Aber irgendwie hat das was, oder? So, dann schauen wir mal, was das nächste Produkt zu bieten hat. Cara Mia von Aigner. Das ist ein Duschgel mit 50 Millilitern. Ich finde es immer ganz interessant, wenn wir halt auch Duschgele mit Duftrichtungen hier drin haben, weil das uns ja natürlich auch das Parfum an sich so ein bisschen näher bringt, ne? Das hier scheint jetzt auch etwas schwerer zu sein. Riecht aber eigentlich ganz angenehm. Also ich mag's. So, das nächste, was wir hier drin haben, ist Phantom von NG. Wer ist das? Eau de Parfum. Oh, das ist aber groß, Leute. 15 Milliliter. Zieht euch das mal rein. Das ist richtig krass. Ich kenne die Marke jetzt nicht, oder? Next Generation Perfumes BV aus den Niederlanden. Oh, also es bringt für mich jetzt nichts, wenn ich jetzt an den Parfums rieche. Ich kann euch gerne mal die Duftnoten dazu einblenden. Weil wenn ich jetzt hier 20 Parfums, während ich meinen Adventskalender öffne, durch die Gegend sprühe, dann rieche ich davon nichts mehr. Und ich bin auch aktuell, was meine Hormone angeht, etwas schwierig unterwegs. Und ja, aber sowas finde ich sehr, 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 sehr cool. Einfach mal ein Parfum hier drin. Ne? Man darf nicht vergessen, dass du halt 59,99 für den Adventskalender halt bezahlt hast, beziehungsweise für den Inhalt ja die 49,99. Und abzüglich der 20% mit Claudis Welt 20, weißt du Bescheid. Aber trotzdem, ich finde das richtig cool. Wirklich, wirklich. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr so von Parfums in Adventskalendern haltet. Ich mag's. Noch was für den Körper. Giorgio Armani C. Das ist eine Moisturizing Perfume Body Lotion mit 75 Millilitern. Ein ganz toller, aber auch recht schwerer Duft, den ich irgendwann mal leider aussortieren musste, weil ich bevor ich schwanger bin und alles sich verändert hat, richtig krass immer Migräne hatte. Habe ich aktuell nicht mehr. Ich klopfe auf Holz. Wahnsinn. Toller Duft. Tolles Produkt. Wird wahrscheinlich nicht die Ultra-Pflegewirkung haben, aber dafür einen tollen Duft mit dabei. Das hier ist wahrscheinlich was für die 6 oder 24, je nachdem wie schminkaffin die Person ist, die den Adventskalender bekommt. Miss Lynn, Deadly Beautiful. Hier haben wir eine Palette drin und das ist eine Palette, wo du Lidschatten mit drin hast, 2 Highlighter, 2 Augenbrauenpuder, ein Rouge. Richtig, richtig heftig, Leute. Und das sieht so ein bisschen aus wie von Melt Cosmetics, die... ja, ne, die Paletten, die halt da auch immer so am Start sind, wisst ihr Bescheid. Die sieht sehr, sehr dunkel aus von den Farben her, ne, also sehr, ist halt noch alles eingeschweißt. Muss ich mal gucken, ob ich die in Anwendung nehme. Miss Lynn und ich, wir sind jetzt nicht so mega warm miteinander. Von Trussardi, Pure Jasmine, das müsste mein Duft sein, Body Smoothing Liquid Gems. Liquid Gems, das sind ja flüssige Edelsteine, also kann ich mir vorstellen, dass das in dem Sinne ja auch so ein bisschen schimmernd sein würde. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das ist dieses Produkt. Joa, ist das jetzt, was habe ich jetzt vorgelesen? Habe ich mir selber zugehört? Nö. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Duschgel ist, riecht auf jeden Fall mega geil nach Jasmin. Ob das jetzt Körper sauber oder, nee, Body Scrubs sogar.
Ach, wie cool. Das finde ich ja schon wieder klasse. Du hast dann quasi sogar ein Körperpeeling hier mit drin. Also gut. Estée Lauder ist hier mit Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex 7 ml drin enthalten. Das ist einfach ein Serum, was auch einfach gut ist. Also das hatte ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal in den Händen, habe das auch schon mal aufgebraucht. Ausgepackt habe ich es auch. Und ich habe es auch in Originalgröße tatsächlich noch zu Hause. Also da. Da. Bei meinen Backups. Mega Advanced Night Repair, ja. Das ist halt wirklich ein ganz tolles Serum für die Nacht. Ist hier jetzt sogar mit einer kleinen Pipette am Start, ne? Kann man sich definitiv mal gönnen. Und wie schon gesagt, das ist halt eine ganz gute Geschichte, um das einfach mal auszuprobieren. Und ich hatte das damals auch in dieser Größe. Und du hast davon so eine seidige Haut. Das ist so angenehm. Mochte ich gerne leiden, ja. Hier haben wir was für die Lippen. Miss Lynn Metal Wonder Matte Lip Cream. Das ist heftig. Schokolkus ist hier die Farbe 04. Zieht euch das mal rein. Also für mich zu dunkel, zu metallisch, zu krass. Wahnsinn. Also das ist heftig. Das ist nicht so ganz so meins, bin ich ehrlich. Das ist ganz schön schwer. Was bist du? Rose Nature Power of Three Roses System Digital De-Stress Supreme Glow Cream Gel. Annemarie Berlin, Hallöchen, die kenne ich. 15 Milliliter, also die Marke, ne? Die habe ich öfter schon mal irgendwo gesehen. Effektive Naturkosmetik steht hier hinten auch drauf. Das ist doch auch schön. Ja, und dann hast du hier einfach mal eine Creme, eine Gelcreme. Man muss natürlich, achso, das ist natürlich noch zu. Lasse ich jetzt auch zu. Es ist natürlich immer so eine Frage, was habe ich für eine Haut, was kann ich so gebrauchen, ne? Also ich habe eine trockene, sensible Haut und dementsprechend brauche ich sehr reichhaltige Geschichten. Wenn ich hier so eine eine Gelcreme habe, dann ist die Konsistenz meistens erfahrungsgemäß, ich kann es auch einfach hier unten aufmachen, sehe ich gerade, ist die dann etwas leichter und dementsprechend dann etwas weniger geeignet für meine Hautbedürfnisse. Was man aber tatsächlich machen kann, wenn man so eine ultra trocken Pflaume ist wie ich, dass man sich die drunter gibt und darüber dann halt nochmal eine Creme drüber macht. Ne? Auch das kann sehr gut funktionieren. Und ich dachte gerade, ich würde das hier irgendwie rausriechen, aber nee, das ist nur Einbildung gewesen, weil das einfach so ein wunderschönes Altrosa ist und man direkt an Rose denkt, wenn man die Verpackung sieht, oder? Das ist jetzt ein Produkt, was eigentlich in keinem Adventskalender zu fehlen hat. Und zwar von Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream Sea Kiss. 40 ml habe ich schon mal aufgebraucht. Ist eine ganz tolle Geschichte, weil die sehr, sehr pflegend ist, gut einzieht, aber trotzdem ganz tollen Duft hat. Ist eine schöne Unisex-Geschichte. Also es können Männer und Frauen gleichermaßen verwenden, wie viele der Produkte, die hinter mir stehen. Und ja, cool. Handcreme braucht man definitiv. Ich sehe hier auch allerhand Produkte von Clinique, was ich natürlich richtig gut finde. Als erstes habe ich hier Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes and Lips. Das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt mit 30 Millilitern. Das heißt, du schüttelst es erstmal, bevor du es in Anwendung nimmst. Und dann kannst du dir damit ganz sanft dein Make-up runternehmen. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich mag sowas gerne leiden. Gerade wenn ich unterwegs bin, da habe ich dann nicht unbedingt Lust, meine komplette Reinigungsroutine mitzunehmen. Also für mal eben schnell ist das definitiv geeignet. Ansonsten bin ich ja eher ein Fan von Double Cleansing. Hier habe ich jetzt ein Produkt, was auch ein Parfum ist mit 5 Millilitern. Amo Ferragamo, Salvatore Ferragamo. Ein Eau de Parfum. Süß, oder? Das sieht sehr, 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 sehr süß aus, wie so ein kleines Geschenkschächtelchen. Schön, auch hier haben wir wieder einen Sprüher und das wird, also allein von der Farbe her würde ich jetzt sagen, ne, dass es ein etwas schwererer Duft ist. Krass, das fährt. Ich riech mal. Ja, das riecht hier schon sehr beerig raus, fruchtig, aber auch schwer. Ich glaube, das kann auch ein sehr schöner Duft für mich werden. Wie gesagt, ich gucke mir da erstmal die Duftnoten an, die Kompositionen, bevor ich mich dann entscheide, ob und welches Parfum ich dann davon selber auch für mich behalte. Das, was ich nicht für mich behalte, geht dann auch nochmal in eine separate Verlosung. Ja, ich hau raus. In diesem Video sind es drei Adventskalender, die ja verlost werden. Und ja, dann werde ich demnächst halt auch noch so zum Ende des Jahres hin recht große Verlosungspakete raushauen, weil ich möchte tatsächlich. Ja, einfach das Lager ein bisschen freier bekommen. Und wenn Mr. Bauri dann auf der Welt ist und so, dann hat man einfach dieses Gefühl von, ich muss Platz haben. Warum auch immer. So, kommen wir zum nächsten Produkt von Clinique. Und hier habe ich die Moisture Surge 100 Stunden Auto Replenishing Hydrator. Wow, 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ich finde, Clinique ist eine so angenehme, hautverträgliche Marke, die auf eine sanfte Art und Weise dem Gesicht das gibt, was das Gesicht braucht.
Wenn du jetzt eine ultimative Trockenpflaume bist, so wie ich das bin, dann hat man irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man merkt, okay, ich brauche vielleicht dann doch Richtung Winter ein bisschen reichhaltigere Pflege als das, was Klinik mir bieten kann. Das habe ich halt so, ne, einfach gemerkt. Aber an und für sich, ich bin ein absoluter Fan von den Produkten. Das ist so, so schön. Und ich weiß noch, Anfang meiner YouTube-Zeit habe ich auch ganz vorsichtig dann auch so, oh mein Gott, das ist so teuer, aber komm, ich probiere es mal aus. Und da habe ich gemerkt, wie gut es meiner Haut getan hat. Und ja, das war für mich auch so der Einstieg in die etwas hochpreisigere, hochwertigere Gesichtspflegeroutine. Hier habe ich noch ein Produkt von Miss Lynn und das ist eine wunderschöne Nagellackfarbe, die 1A in den Winter passt. So ein schönes Eisblau. 581 ist das nämlich. Hast du einen Namen? Bestimmt, oder? Ja, aber er wird uns hier nicht verraten. Ist auf jeden Fall extrem schön. Ich mag solche Eistöne total gerne. Richtung Winter darf es gerne auch richtig kühl auf den Nägeln werden. Aber vor allem super wichtig, bunt. Das muss immer sein, oder? La Vie est Belle von Lancôme. Ja, das ist eine Body Lotion, Nourishing Fragrance Body Lotion. Das ist, ja, ich glaube, die hat auch einen leichten Schimmer mit drin, 50 ml. Ne? Das ist richtig cool. Ich kenne aber eigentlich nur die, die irgendwie weiß ist oder so. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne? Es riecht aber so schön. Ich mag dieses Parfum und auch das ist leider etwas gewesen, was mir irgendwann Kopfschmerzen gemacht hat. Vielleicht wird sich ja manche Sachen bei mir so ändern, sodass ich dann halt auch wieder zu meinen Lieblingsdüften zurückkehren darf. Und da gehört definitiv das La Vie est Belle von Lancôme mit dazu. Der Klassiker. Ey, ich habe hier noch ein Parfum drin. Mrs. Perfect, Imperfectly Perfect Eau de Parfum NG. Ich glaube, Next Generation Perfumes ist so eine Marke, die vielleicht Dupes oder so oder Parfümzwillinge herstellen. Kann das sein? 15 ml sind hier drin. Ich werde das ja dann erst sehen, wenn ich die Preise ja auch online raussuche, ne? Weil ich natürlich auch im Vorfeld nicht weiß, was die Produkte wert sind und so. Und hier haben wir dann das Parfum. Ja, weil dieser Flakon sieht halt auch so normal aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht, wonach der riechen soll. Wie gesagt, Duftnoten, sofern ich sie finde, blende ich euch das ein. Irgendwie fehlt hier was drin. War das bei dem anderen eben auch? Ist euch das auch aufgefallen? Guck mal, das ist nur bis hierhin gefüllt. Das ist ja verrückt. Gut, aber vielleicht hatten die eine gewisse Flakongröße, wollten aber nur 15 ml reinpacken. Was keinen Sinn ergeben würde. Merkwürdig. Aber gut, wir haben auf jeden Fall hier noch ein Parfum mit drin. Denn was ich halt ganz witzig finde, ich habe hier halt so einen Schuh abgebildet, der mich so ein bisschen an Carolina Herrera erinnert. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Zwilling zu dem Good Girl sein soll. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Hier habe ich eine Mascara von Chanel drin. Das ist ja cool. Noir Allure Mascara. Das sind 3 Gramm. Ich meine, dass ich die auch schon mal irgendwo hatte, dass ich die auch schon mal verwendet habe. Aber das finde ich gerade richtig cool, dass wir halt dann auch so eine, ja wirklich sehr, 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 sehr High-End-Geschichte haben. Auch mit diesem Adventskalender, dass man das einfach mal ausprobieren kann, um zu schauen, ob einem die gefällt. Und wenn sie Wawawum macht, dann weiß man, wo man sie bestellt. Was ein Held. Okay, also hier habe ich auf jeden Fall, ja, es steht auf vielen Sachen drauf, Sample Not for Sale. Das ist uns allen, glaube ich, bewusst, ne? Aber trotzdem, Fazit kommt später. Also, ich habe hier die Verpackung, die wirklich schön aussieht. Ich lasse die auch verschlossen, weil da steht drauf, dass man die nur einen Monat offen haben darf, ne? Ist klar. Hat eine Gummibürste. Und also für mich sieht das nach einer Mascara aus, die meine Wimpern in ein wunderschönes Gedönsen zaubern wird. Clinique ist am Start. All About Clean Liquid Facial Soap Mild. Also eine milde Gesichtsseife ist das. Das ist für trockene kombiniert, also quasi ja, Dry Combination, also quasi trocken Kombination. Nein, Mischhaut. So, Mann, reden. Und ja, 30 ml sind hier drin enthalten, ne? Das kann man natürlich auch in Verbindung mit dem All About Eyes verwenden. Das heißt, du nimmst erst mit dem All About Eyes dein Augen-Make-up, dein Lippen-Make-up so ein bisschen runter und kannst dann im Nachhinein unter der Dusche dieses Produkt super verwenden. Das hier ist nämlich etwas, was ich beim Double Cleansing sehr, sehr gerne verwenden werde und mich da auch sehr drüber freue tatsächlich. Tatsächlich haben wir hier noch 2 Produkte drin und zwar einmal meine geliebte All About Eyes Cream mit 5 ml. Das ist so eine schöne Augencreme, die wirklich super bei meiner sehr empfindlichen Augenpartie geholfen hat. Ich weiß nicht, ich hatte schon, also
Ihr wisst ja, dass ich nicht immer ganz gut drauf bin, wenn man das mal so sagen darf. Also ich bin ja auch in Therapie und so. Und dementsprechend gibt es Phasen in meinem Leben, wo ich halt sehr, sehr viel weine. Und das ist natürlich so, dass die Augenpartie dann dementsprechend gereizt wird und mitgenommen ist. Und ja, dann brauchst du halt irgendwie etwas, wenn man ich ist, was die Augen wieder regeneriert. Und da hilft mir immer die Klinik All About Eyes. Genauso hilft mir da auch von Kiehl's, eigentlich sogar besser mittlerweile, die Avocado-Augencreme, auch richtig gut sind die Produkte von Dalton, die funktionieren bei mir auch richtig, richtig gut. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ich eine heftig verheulte Augenpartie habe, weil ich in einer sehr traurigen Phase bin, in einer Depression halt, ne? Klinik All About Eyes ist dann mein Staple oder die Kiehl's Avocado Eye Cream. Das sind die beiden, zu denen ich dann greife und mit denen ich mich dann sehr, sehr wohl fühle, weil ich einfach merke, dass die einfach alles wieder bei mir in Ordnung bringen. Dann habe ich nämlich nicht nur unter meinen Augen halt auch echt Schwellungen und es ist alles nicht schön, sondern halt auch auf meinen Augen, auf meinen Augenlidern. Das ist alles sehr wund, ne? Und dann ist es immer wichtig, dass man halt Produkte hat, die einem da irgendwie helfen können. Jedenfalls optisch. So, und als letztes habe ich hier ein Produkt von Jill Sander drin. Hair Mist. Sunset. Wie witzig ist das denn? Das ist ein Haarparfüm. Und ich mache mir mein Parfum nämlich immer in die Haare rein. Das ist aber nicht ganz so gesund für die Haare. 30 Milliliter sind hier drin. Und das ist mal eine ganz aufregende Geschichte, würde ich mal so sagen. Denn ich mag gerne das Jill Sander Sun tatsächlich, weil das so das Parfum von meiner Mom war, als ich jung war. Und das Sunset ist, glaube ich, noch ein bisschen würziger als das Jill Sander Sun. Und mag ich per se ganz gerne leiten. Wahnsinn. Wenn wir uns jetzt mal auf Erwin angucken, was für Produkte hier drin enthalten sind, haben wir ein Accessoire mit drin gehabt. Dann haben wir 5 Körperprodukte, also sowohl Hände als auch Körper, ne? 5 dekorative Kosmetikprodukte, 4 Parfums und der Rest vom Schützenfest, sage ich jetzt einfach mal, sind Gesichtspflegeprodukte. Ich finde, dass wir hier auch also schöne Produkte für einen schmalen Taler bekommen. Also nur wie gesagt, wir zahlen halt 49,99, ne? Minus 20%, also 40 Euro bekommen die Produkte, haben einen krassen Warenwert. Ich finde das immer ziemlich cool. Schreibt mir gerne eure Meinung mal dazu unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Aber ich bin halt jedes Mal geflasht davon, wie das halt so dann am Ende, was hier da so steht als Gesamtwert. Ich finde es immer krass. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Parfüm.de Adventskalender. Vielen, vielen Dank an das wunderbare Parfüm.de Team, dass ihr mir den Adventskalender zur Verfügung gestellt habt, um ihn hier vorzustellen und dass ich sogar 3 davon verlosen darf. Das ist der Wahnsinn. Auch mit dem Rabatt. Also ich finde es einfach total genial, wenn einfach da einfach ein Match passiert und man da halt zusammenarbeiten kann. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!